Haben Sie es getan? Natürlich. Ich meine, sieh mich doch an. Ich bin heiß. Was ist mit Jake? Er sieht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus und heute? Der echte Joker ist zurück. Gott sei Dank, Mann. Ich meine, wer bitte schön will Harley als Boss? Jetzt mal unter uns. Sie ist doch noch irrer als er. Oh, Mr. J, bitte tu mir noch mehr weh. Okay, mein Schatz. Kümmer du dich doch schon mal. Was zum... Alan! Hier ist Alan! Bist du da drin? Hab ein Geschenk für dich. Hast du ihn gefunden? Was? Hier drüben! Ich hab ihn erst hier! Du glaubst, du kannst dich verstecken, ja? Siehst du ihn? Was? Hier mein Plan. Wir schwärmen aus. Wir finden den Bastard. Alles klar? Ist jemand? Mann ausgefallen! Nun, das war eine schreckliche Enttäuschung, nicht wahr? Aber sehen wir es mal positiv. Mir geht es schon besser. Was ist mit euch? Protokoll 10 tritt in 20 Minuten in Kraft.
Maschine muss kaputt sein. Haben wir denn da? Was willst du, B-Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Freeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Was hast du? Thank you.
Habt ihr diesem Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Was hat der bloß für ein Problem? War er nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ja, dachte er, der will, dass Joker gewinnt. Dachte ich auch. Aber wäre das nicht irgendwie verrückt? Wer gibt Milliarden für ein Gefängnis aus, um dann überall da drin Knarren zu verteilen? Guter Einwand. Du warst nicht in der Anstalt, oder? Ich schon, Mann. Der alte Sharpie war auch komisch. Genau wie Strange. Ja, ich habe gehört, dass ihm einige seiner Patienten krepiert sind. Das ist ja auch das, was alle erzählen. Nie im Leben ist Quincy irgendeine Art von Psycho-Racheengel. Hast du ihn gesehen? Sieht aus wie ein Idiot. Natürlich ist er Idiot. Aber er hat die ganze Stadt davon überzeugt, diesen Schuppen zu machen. Und er hat Strange angeheuert, um uns mit Waffen vom Militär zu versorgen. Was willst du damit sagen? Dass ich Sharp und Strange nicht traue und mir das Ganze nicht gefällt. Nicht ein Stück.
Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Ist es? Manieren sind wichtig, Batman. Es schadet nie, bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch was. Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Du kannst mir gar nichts beibringen, Joker. Oh, komm schon. Im Leben lernt man ständig etwas dazu. Heute Lektion 1, den Arsch versohlt zu bekommen. Es gibt Haue. Nur du und ich, Batman. Bitte aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Sekunde, sagte ich. Mich? Ich meinte mich und diese Jungs! Ich werde deine Einzelteile im ganzen Raum verstreuen.
Noch einen letzten Wunsch? Wie wär's mit einem Witz? Wie wär's mit einem Handel? Lass ihn los. Nimm mich an seiner Stelle. Ich bin hier für die Witze zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ra's al Ghul. Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Lass Batman frei. Und wir geben dir das Geheimnis der Unsterblichkeit. Tu es nicht, Talia. Dann kann ihn keiner aufhalten. Was? Das heißt, sie sagt die Wahrheit? Unsterblich? Sind wir im Geschäft? Nein! Ach, halt's Maul! Ja! Nach dir, teuer. Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen.